Thema Carola-Brücke. Ein Detail ist dabei aufgefallen, außer dass in Gutachten das erste Mal ja schon im Jahr 2000 auch die gesamte Tragfähigkeit der Brücke in Frage gestellt worden ist und immer wieder auch Hinweise nachzulesen waren, dass man in Sachen Tragfähigkeit, der Verbesserung der Tragfähigkeit etwas tun muss, zieht sich das durch alle Gutachten seit dem Jahr 2000 eigentlich wie ein roter Faden durch. Deswegen eine einfache Frage, die wir vielleicht auch jetzt schon beantworten können, nämlich warum bei der Sanierung der Brückenzüge A und B keine tragfähigkeitsverstärkenden Maßnahmen durchgeführt worden sind. Und damit meine ich die Verstärkung der Tragquerschnitte und die Ertüchtigung der Gesamttragfähigkeit. Und daran schließt sich die zweite Frage an: Warum ist das bei der Ausschreibung zur Sanierung des Brückenzuges C auch nicht vorgesehen gewesen, obwohl die Tragfähigkeit der Brücke immer wieder angemahnt worden sind? Das Einzige, was bis auf die Kappen und die Widerlager, die saniert werden sollten, gemacht worden ist, sind ja Maßnahmen, die eigentlich die Gebrauchsfähigkeit der Brücke beispielsweise jetzt für Radfahrer verbessern. Aber diese fundamentale Sanierung und die fundamentalen Empfehlungen, die es gab, wurden nicht umgesetzt. Warum ist das so? Und warum wurde es auch jetzt für den Brückenzug C, der den schlechtesten Zustand hatte, nicht vorgesehen? Auch hier übernimmt Kollege Kühn die Beantwortung. Also zunächst einmal zu sagen, dass der Brückenzug C nicht der schlechteste Zustand aller drei Brückenzüge aufweist, das hatte ich schon auf vorhergehende Anfragen erläutert. Ferner verweise ich auf die 19 Fragen und deren Beantwortung. Da gibt es auch Aussagen hinsichtlich des Tragfähigkeitsnachweises. Und auch das ist heute schon gesagt worden, ich wiederhole es auch gerne nochmal, für die Brücke sind alle Tragfähigkeitsnachweise erfüllt, sodass in dieser Hinsicht keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Die Auslastung der rechnerischen Tragfähigkeit für den Zug C der Carola-Brücke lag bei 100%. Eine solche Auslastung ist Bemessungsziel moderner Konstruktion und berücksichtigt alle erforderlichen Sicherheiten für Risiken der Herstellung, der Baustoffe und der Nutzung. Und hinsichtlich der Kappenverbreiterung ging es darum, die geringe Breite des Radgehwegs zu vergrößern, also die Breite, die nicht regelkonform war. Hierfür gab es Handlungsbedarf und entsprechend hat das ja auch der Stadtrat, Sie haben es ja mitbeschlossen, auch vorgenommen für die Maßnahme zur Erhöhung Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit gab es keinen Anlass, weil die, wie gesagt, zu 100% rechnerisch gegeben war. Und für die Kappenverbreiterung, die ja aus Carbonbeton innovativ gemacht wurde, gab es ja entsprechend auch die statischen Berechnungen. Insofern ist das alles Gegenstand auch der Vorlage gewesen, die nach meiner Erinnerung 2023 vom Stadtrat beschlossen wurde. Ja, das ist eine Nachfrage, dass wir drehen uns da im Kreis, weil die Empfehlung, die wir aus den Gutachten bei der Akteneinsicht gesehen haben, war ganz klar, mehr für die Erhöhung der Tragfähigkeit zu machen. Das heißt, es ist schon seit 2000, also weit bevor Sie selbst im Amt waren, bekannt gewesen, dass man grundsätzlich was machen muss. Dass am Ende die Verbesserung für den Radverkehr nett ist, aber vielleicht nie vordringlich und die unter Denkmalschutzstellung des Geländers, die ja auch erst gerade erfolgt ist, wenn ich daran erinnern darf, das waren offensichtlich die Prioritäten. Man hat die Prioritäten dort gesetzt und hat das andere einfach ignoriert. Wir kommen jetzt hier nicht weiter, aber das wird sicherlich Thema der weiteren Untersuchung sein. Genau, also das ist genau der Punkt sozusagen. Es gibt eine unabhängige Untersuchung des Büros von Professor Marx, die alle Unterlagen sichten und auch alle Entscheidungen, die aus den Gutachten, Prüfungen und so weiter abgeleitet wurden. Waren die richtig? Wurden da falsche Ableitungen getroffen? Sind Gutachten nicht ordentlich bewertet wurden, nicht die richtlichen Schlussfolgerungen gezogen und. Das sind genau die Fragen, die jetzt unabhängig geprüft werden, seit geraumer Zeit bekanntlich, und für die es am 11. Dezember einen Zwischenbericht,
des Gutachters geben wird, den wir in öffentlicher Sitzung dann vorstellen. Genau dort müssen diese Fragen, die sind ja alle richtig, beantwortet werden. Sind da Fehler gemacht worden? Gab es da Versäumnisse? Und genau das wird derzeit von den Fachleuten geprüft. So, BSW verzichtet auf die zweite Frage, ist mir mitgeteilt worden. Dann haben wir Fraktion Die Linke. Frau Stephan, bitteschön.